Heute werden wir die restlichen oder die überflüssigen Ballen aufsammeln, werden walzen und grubbern. Und damit ganz herzlich willkommen zum ersten Kapitel, respektive dem zweiten Kapitel nach dem Livestream von gestern, hier auf der autarken Farm, wo wir versuchen, unabhängig von den, sagen wir, Brennstoffen, die wir kennen, also wie Diesel und Gas, zu betreiben den Hof hier. Wir wollen unabhängig davon sein, wir wollen den Hof selbst betreiben. Wir wollen uns ein bisschen dagegen stemmen, dass wir hier der Inflation auch zuarbeiten, sondern wir möchten versuchen, dass wir hier so günstig wie möglich bleiben, was die Verkaufspreise angeht. Und da werden wir dann später noch ein bisschen weiter darüber diskutieren. So. Gestern haben wir gemäht, wir haben Grassilage angesetzt und wir haben Heuballen und Heu ins Silo gebracht, damit wir die Kühe füttern können. Wir haben den Weizen geerntet, wir haben das ganze Stroh reingeholt und wir haben angefangen, die BGA zu befeuern mit Mist, der schon daher gekommen ist von den Kühen. Und heute werden wir hier erstmal die Ballen, die überflüssig sind, die wollten wir eigentlich nicht haben, aber das ist ein Missverständnis gewesen, aber das kommt vor. Die werden wir vom Feld holen, werden wir die neben dem Silo hier platzieren. Aber auf der anderen Seite kann Darius, auch wenn Darius jetzt nicht live hier ist, als Helfer hier fungieren. Und den werden wir auch gleich losschicken, damit er schon loslegen kann. Und zwar wird er mit dem großen Traktor den großen Gruber nehmen und wird das Feld 81, wo der Weizen drauf war, grubbern, währenddessen, dass wir die Grünlandarbeit machen und auch hier den Hof weiterhin auf Trab halten. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall dann noch ein bisschen die BGA befüllen. Ich glaube, wir sollten dann auch schon mal ein Fass voll Gülle vollbringen und das dann hier reinbringen. Auf der anderen Seite haben wir dann bis dahin auch wieder ein bisschen Mist, den wir schon bekommen haben, dann wieder von den Kühen. Und das wäre auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Start, dass wir schon beginnen können. Wir haben gestern den Drescher schon mit Methan betankt, aber heute werden wir an der Kamera hier werden wir zusammen die beiden Traktoren, die mit Methan laufen, betanken und natürlich sauber machen nach der Feldarbeit. Wir wollen ja hier ein bisschen einen guten Eindruck hinterlassen. So, ich hoffe, du hast gestern den Livestream mitverfolgt. Falls nein, kannst du gerne den Livestream nachgucken. Der ist gerade noch in der Bearbeitung, ist aber schon da zum Ansehen. Werden noch ein paar Sachen hinzugenommen und auch weggeschnitten. Aber auf jeden Fall, der Stream wäre da zum Begutachten und damit ihr euch auf den neuesten Stand bringt, sodass ihr nichts von der Geschichte hier verpasst. Es wäre schade, wenn dieses Projekt hier, diesen Versuch, diese Farm autark zu führen, nicht verfolgt wird von Anfang an und nicht in jedem Detail. So. Wir werden hier den Darius ansetzen und da werden wir jetzt heute Cosplay zur Hilfe nehmen. Das ist nur im Singleplayer machen wir das, im Multiplayer machen wir ohne Cosplay und Auto Drive. Aber das machen wir jetzt hier auf jeden Fall so hier. Wir laden den Kurs grubbern, das ist in Ordnung. Das heißt, wir können hier auch den ersten Wegpunkt auswählen und können den Grubber schon mal aufklappen. Dessen großer Gruber, der ist auch im Standard-Equipment mit dabei gewesen. Deswegen wollen wir den auch nutzen. So, erster Wegpunkt und dann schicken wir den los und dann kann er anfangen. Das heißt, wir holen den Ballensammelwagen, holen die drei Ballen und dann kaufen wir uns eine Walze, damit wir walzen können und so hoffentlich den Ertrag dann beim nächsten Mal etwas steigern können. So, wir nehmen dazu den Valtra, den nutzen wir für alle Arbeiten heute hier, außer natürlich dem Grubbern, das ist klar, da kommt er von der Stärke her nicht hin, aber das ist in Ordnung. So,
Ich finde den Klang von diesem Valtra extrem schön, also super gemacht. Ist ein guter Traktor für einen Standard-Traktor von Giants, ist der sehr, sehr gut. Also ich mag den, das Handling, die Optik und der Ton stimmt für mich Höchstqualität, also sehr gut. Ich hoffe, wir sind da gut hinzugefahren. Ja, fast nichts hat sich bewegt, also das ist sehr gut. Dann fahren wir den mal raus und holen wir die drei Ballen, die da auf dem Feld aus Versehen gemacht worden sind. Das kann passieren, ist nicht schlimm, kann man machen, kein Problem. Ja, wir haben gestern im Livestream ein paar Aspekte von dieser Farm besprochen, was die Zielsetzung ist. Das haben wir auch schon im Prolog besprochen. Das heißt, ich wiederhole das hier mal ganz kurz. Wir möchten hier versuchen, die ganze, der ganze Hof autark von Methan und Strom zu betreiben. Wir haben nur methanbetriebene Traktoren und Elektrotraktoren. Damit können wir versuchen, eben erstmal autark zu sein. Das Nebenziel dabei ist auch, dass wir nicht nur das für das eigene Nutzen herstellen, sondern auch für den Verkauf. Und die erste Zielsetzung ist, wir sind jetzt fast, glaube ich, 300.000 im Minus, dass wir erstens aus dem Minus rauskommen und zweitens auch, dass wir mindestens 200.000 Euro an verkauftem Methan und Strom erzielen. Damit wäre dann im Prinzip das Ziel erreicht. Das heißt, es würde dann heißen, dass das Projekt hier erfolgreich war. Ihr könnt das beeinflussen, das haben wir schon gesagt gehabt. Falls ihr möchtet, dass das Projekt länger dauert, dürft ihr gerne den Spendenlink unten unter dem Video finden und darauf natürlich eure Dollars und Euros spenden. Damit könnt ihr den Kanal unterstützen, helfen, hier die Serverkosten und andere Serverkosten zu bezahlen. Also wir haben ja auch noch andere Projekte vor, wo wir auch mehrere Mehrspielerprojekte machen werden. Die Server müssen bezahlt werden. Und natürlich auch trinken wir gerne auch mal ein Bierchen oder auch ein Käffchen. So, damit könnt ihr uns im Britzel unter die Arme greifen. So, die zweite Möglichkeit ist natürlich auch die Mitgliedschaft. Einfach unter dem Video gibt es einen schönen blauen Knopf, der heißt Join oder Beitreten oder Mitglied werden. Und da könnt ihr euch dann die Mitgliedschaft aussuchen, die ihr gerne möchtet. Und es gibt die jeweils verschiedene kleine Geschenke oder Vorteile, wenn ihr Mitglied seid. Also auf Englisch sagt man den Perks. Und ja, such dir das aus, was dir in dein Budget passt und was du gerne als Perk hättest. Das ist rein dir überlassen. So, da haben wir das auch schon mal aus dem Weg geräumt. Und das heißt, wir laden jetzt hier erstmal diese Ballen ab. Ich wollte die ein bisschen weiter rüberstellen. So, hierhin wäre das gar nicht so schlecht. Das heißt, wir machen da mal, laden die mal ab hier. Und dann kaufen wir uns die Walze und gehen das Feld walzen. Wunderbar, so ist das auch geschehen. Können wir die schon wieder wegstellen? Und da kommt jetzt die große Kunst, den zu parken. Ich möchte ein bisschen Ordnung in den Hallen haben. Die Hallen sind halt nicht sehr groß,
Also sie sind zwar groß, aber dann, um das ein bisschen Ordnung zu halten, ist es halt ein bisschen tricky. Deswegen schauen wir mal, wie das geht. Derweil können wir dann ja eigentlich schon mal die Walze bestellen und gucken, wie das dann, ob der Händler die vorbeibringt. So. Das wird so nicht gehen. Ich muss da weiter rüberkommen. Ich müsste es anders versuchen. Da kommen wir nicht weit zu. Ich muss hier länger näher rankommen. Vorne habe ich zu wenig Platz zum Wenden. So. So, jetzt kommt das nicht so schlecht. Haben wir schon mal gewendet. Man sieht hier leider in den Spiegeln nicht wirklich die reale Welt. Ist halt nicht sehr positiv, nicht sehr praktisch, aber ich glaube, das kommt jetzt gut. So. Dann bestellen wir mal die Walze. Und zwar muss das eine Grünlandwalze sein. Und zwar finden wir die unter Grünlandpflege. Das ist diese hier. Da machen wir gar nichts dran. Und die kaufen wir 26.000 Euro. Und dann schauen wir, ob der Händler die vorbeibringt. Damit können wir anfangen, das Feld zu walzen. Darusch ist sicher schon fleißig am Grubbern. Schau mal, der Händler hat die auch schon hingestellt. Das ist super. Das ist ja ein Service hier. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Kaum hat sich da bewegt. Wunderbar. Dann hat man das eigentlich gut getroffen. So, das heißt, wir gehen das walzen und ja, können dabei dann auch noch ein bisschen über eben die Werte sprechen und über das, was wir vorhaben hier, wie können wir gegen die Inflation und so weiter, können wir nachher gleich besprechen, wenn wir da auf dem Feld angefangen haben, hier das Vorgewende zu machen. Und danach machen wir das. Ich möchte das manuell machen, hoch, runter und schauen wir, wie das wird, wie lange das dauert und ja.
So. Kann man den aufklappen? Wunderbar. Okay, dann fangen wir hier mal an. Machen wir erstmal ein Vorgewende. Da ist noch ein bisschen Heu liegen geblieben. Oh, das ist nicht sehr gut hier. Da ist der Baum zu nah am Feldrand. So. Da geht mit 12 km/h, das ist in Ordnung. Ja, also, wir wissen ja leider Gottes, dass durch die Krise in der Ukraine Gas- und Ölpreise extrem gestiegen sind. Die Energiepreise, also die Energieträgerpreise sind extrem gestiegen. Und das hat natürlich in der Weltwirtschaft ein bisschen das Ganze durcheinander gebracht. Also die Teuerung, die Inflation im Moment ist also knapp unter dem zweistelligen Bereich. Das ist Rekord, das hat es noch nie gegeben. Deswegen versuchen wir hier, genauso wie das jetzt auch in der Öffentlichkeit jetzt auch passiert, werden langsam aber sicher die Konzepte und Projekte für alternative Brennstoffe und alternative Antriebsmethoden wieder aktuell, weil es einfach nicht mehr tragbar wird im Moment. Daher haben wir uns das Ziel gefasst, hier eben unabhängig zu sein von diesem Gas- und Erdölvorkommen oder Lieferungen aus dem Osten. Und daher möchten wir einfach hier versuchen, diese Farm so weit autark zu betreiben, damit wir unabhängig sind und auch unsere Angebote den Preis behalten können. Nicht so, wie das bei vielen anderen Produkten ist, die natürlich jetzt die Preise in die Höhe schießen. Auf erstens mal, weil die Rohstoffe oder das die primäre Materie fehlt oder zu teuer ist und dann auch die Transportkosten sind natürlich ein Faktor, ein großer Faktor mittlerweile, dass das halt einfach sehr teuer geworden ist, irgendetwas zu verschiffen oder zu verschicken. Dann, ja, einfach diese Aspekte möchten wir umgehen, dass wir versuchen halt hier uns und vielleicht sogar die benachbarten Höfe irgendwie mit Methan zu beliefern oder zu versorgen, alternative Methoden zu nutzen, die da sind. Diese Konzepte, Projekte sind da. Jetzt sind sie einfach zu lange in der Schublade liegen geblieben, weil einfach die Öl- und Gaslobby zu stark war. Jetzt sehen sie sich geschwächt und jetzt kommen plötzlich diese Projekte und Konzepte zum Tragen. Daher möchten wir auch mithelfen und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir hier eben den Hof auf Methan betreiben wollen. Vielleicht können wir so etwas die Inflation, die abschwachen oder abschwächen, nicht ein bisschen entgegenwirken, auch wenn es ein kleiner Teil ist. Aber wenn der Endverbraucher hier in der Nähe, der Regionaleinkauf bei uns, nach wie vor günstiger davon kommt, als das im Großhandel ist, dann ist es auf jeden Fall ein Vorteil, nicht nur für uns, sondern auch für die Umwelt und natürlich für den Endkonsumenten auch an sich. Das ist die Überlegung hier und deswegen hoffe ich, dass wir von euch die Unterstützung bekommen, dass wir das Projekt weiterführen können und auch, dass ihr daran Interesse habt, vielleicht auch einen Aspekt, einen wirtschaftlichen Aspekt aus der realen Welt hier ein bisschen einfließen zu lassen, um ja, vielleicht auch einen Gedanken in diese Richtung zu brauchen oder zu verwenden, nicht alles als gegeben anzuschauen, sondern dass es tatsächlich vielleicht eben, dass wir einen Einfluss haben auf das, was wir und wo wir konsumieren. So,
genug gefachsimpelt oder uns politisiert. Ich möchte jetzt hier wieder zurückkommen zur Landwirtschaft und sind jetzt auch schon mit dem ersten Vorgewende fertig. Wir werden auch ein zweites Vorgewende machen natürlich und werden dann in die Hoch-Runter-Bewegung gehen, natürlich längsseitig. Und ja, da werden wir natürlich diese Gedanken vielleicht noch ein bisschen weiter bringen. So. Ich möchte eigentlich trotzdem jetzt versuchen, hier das zu nutzen. Also wir haben hier, glaube ich, 6 Meter. Ich mache das mal auf 6 Meter. So, dann machen wir hier Linien zeigen an erstmal. Und dann machen wir hier Richtungseingabe. Und zwar machen wir das erstmal auf 90 Grad. Dann fixieren wir das hier und dann können wir eigentlich die Linien wieder ausmachen. Oder zumindest sie nur als kleine Punkte anzeigen lassen. Dann ist es nicht so störend. Genau. Dann machen wir das so. Dann hauen wir hier den Tempomaten rein. Und da geht das hoch und runter. Dann haben wir eine gerade Linie. Da kann ich mir besser darauf konzentrieren, um das Konzept und die Karte und so weiter ein bisschen weiter zu besprechen. Die Karte habe ich gefunden bei Forbidden Mods, ist die Berglandkarte, ist eine Vierfachkarte, ist halt ein bisschen quadratisch praktisch gut, aber ist daher dem Konzept sehr nahe gekommen, weil die auf dem Starthof auch eine kleine BGA verbaut hatten. Deswegen habe ich diese hier verwendet. Den Starthof, also die BGA, habe ich natürlich weggemacht und die ET-modulare BGA von Castor vom Deutsch-Schweizer Agrarservice aufgebaut, damit wir hier eben da real mit Methan arbeiten können. Die Karte finde ich schön gemacht. Es ist ziemlich eine flache Karte, ist nicht ganz flach. Es hat sehr ziemlich große Steigungen drin. Ist halt eine Mischung zwischen real und halt ein bisschen fiktiv. Und mir gefällt die Karte sehr gut, weil es halt einfach nicht zu kleine Felder sind, hier auch ein bisschen was getan werden kann und es auch hat auch eine schöne Größe. Wir haben ja mittlerweile 4 Server, auf dem einen haben wir unser großes Community-Konzept oder Projekt drauf, das ist die Niedersachsen-Karte, davon haben wir schon des Öfteren gesprochen gehabt. Diese ist im Moment ist natürlich immer noch da und da wird auch weitergemacht. Aber wir haben jetzt auch 2 andere Server noch aufgemacht, kleinere Server, wo man halt einfach auch auf anderen Karten, wenn jetzt jemand nicht unbedingt gerade auf der Niedersachsen-Karten mitmachen möchte oder vielleicht sogar einfach etwas anderes machen möchte, gibt es jetzt die Möglichkeit, haben wir jetzt auf der einen Karte auf dem einen Server die Karte Osada aktiviert, da kann man mitmachen, ist ein Hof da. Und wir sind dabei, gerade auch zu überlegen, welche zweite Karte als Multiplayer-Projekt kommen könnte. Und da steht zur Diskussion eventuell die Coronella. Die hat ja sehr schöne Produktionen drauf und ist eine super Karte, um auf einem Hof viele verschiedene Aspekte machen zu können. Da gibt es Mandelernte, Pistazienernten, Traubenernten, Olivenernte. Und alles andere, was hier auch da ist. Und der Hof ist sehr schön gebaut ist halt eine Karte, die kennen wir schon. Aber das ist eine Karte, die würde sehr schön passen, um einen Hof gemeinsam zu führen. Nicht, dass da jeder einen einzelnen Hof führt, sondern halt, dass man gemeinsam auf einem Hof arbeitet. Weil es ist ja so, dass ein Hof zu führen ist halt sehr viel Zeitaufwand. Man muss sich auch daran halten, dass man halt dann drauf kommt. Ansonsten ist einfach ein Jahr die Ernte weg. Aber so kann man das vielleicht ein bisschen besser absprechen und so kann das vielleicht auch eine Lösung sein.
Daher, also falls du irgendwo mitmachen möchtest, einfach bei uns im Discord sich melden. Auch hier bei diesem Stream-Projekt, Stream- oder Let's Play-Projekt kannst du gerne mitmachen. Wir haben es gestern erwähnt und wir haben es auch im Einführungsvideo erwähnt. Falls du mitmachen möchtest, jeweils am Donnerstag im Livestream, dann hast du bis zum Dienstag nächste Woche Zeit, dich anzumelden bei uns im Discord. Und wir gehen davon aus, dass wenn du eine Anmeldung machst, dann bist du auch verpflichtend dabei. So können wir alles vorbereiten und dann kriegst du am Mittwoch die Zugangsdaten und dann können wir am Donnerstag, sind wir vorbereitet, dass wir den Stream machen können, ohne dass wir uns darum kümmern müssen, wie der Stream dann läuft oder nicht. Das ist auf jeden Fall das, so wie du mitmachen kannst. Du kannst, wie gesagt, das Spiel auch beeinflussen, indem du deine Spendenwut ein bisschen freien Lauf lässt und vielleicht auch mal etwas spendest. Und damit hilfst du dem Kanal und du kannst damit auch beeinflussen, ob dieses Projekt dann weitergehen soll. Wir haben die erste Zielsetzung 20.000 Euro Nettogewinn. Und wenn das nicht und wenn du eben das verlängern möchtest, kannst du gerne das tun, indem du spendest. Wenn du spendest, mit jeden 10 Euro, die zusammenkommen, das heißt nicht, dass du 10 Euro spenden musst, was du aber gerne darfst, werden dann die Zielsetzung nach oben gesetzt. Und zwar, das sind wir noch am Diskutieren, ob 20 oder 50.000 Euro. Das heißt, je 10 Euro Sponsor- oder Spendengeld geht die Zielsetzung nach oben und damit wird die Serie verlängert. So. Ich würde mal sagen, wir machen ein bisschen Timelapse und machen hier das Feld fertig. Wir können mal kurz bei Darisch noch hingucken. Der ist schon gut dabei, hat schon seine Vorgewende gemacht und das ist auch in den Hoch- und Runterbewegungen. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nach der Timelapse, wenn wir hier gegen das Ende kommen, wenn wir das Feld hier walzen.
So, wir kommen zu den letzten beiden Bahnen, glaube ich. Ich hoffe, da kommen wir beide jetzt nach Bodigen mit einmal hoch und einmal runter. Ja, ich würde sagen, das Kapitel führen wir noch so weit weiter, dass ich hier das Feld beende. Wir können mal gucken. Wie weit Darush ist. Darush ist schon auch fast fertig, außer der braucht noch ein paar Bahnen. Wir beenden das hier, dann füllen wir, dann holen wir den Mist aus den Miststöcken raus und bringen das zu der BGA. Und dann füllen wir noch Gülle ab und bringen dann die Gülle auch zu der BGA. Damit können wir schon mehr Methan jetzt herstellen. Denn wenn wir jetzt auf die Produktion gucken, stellen wir momentan nur Methan her aus Methan und Strom aus Mist. Na, Mist haben wir schon etwas reingemacht. Das ist momentan das einzige, die einzige Produktion, die läuft. Wir können aber diesen ganzen Ausstoß triplizieren, also verdreifachen, wenn wir noch Gülle mit reinmachen und dann später natürlich dann auch Silage. Wir haben ein Maisfeld. Das Maisfeld, das wird dann im nächsten Monat oder übernächsten Monat gehäckselt und zu Silage verarbeitet. Ich hoffe, dass wir einen Teil davon gebrauchen können, um die Tiere zu füttern und einen anderen Teil davon natürlich, um die BGA zu füllen. Jetzt, da wo Darius jetzt gerade am Grubbern ist, da werden wir jetzt erstmal Gras drauf machen und zwar bis in den April. Denn da wird dann auch es möglich sein, neu Mais zu sehen. Das heißt, wir werden dann auf das Feld, wo jetzt Darush drauf grubbert, dann später Mais ansehen, also weil es größer ist, das Feld. Und damit haben wir dann auf jeden Fall nächstes Jahr genügend Silage, werden dann überlegen, was wir dann mit dem anderen Feld machen, ob wir da dann auch erstmal Gras drauf machen. Also wir brauchen auf jeden Fall Gras und für Silage und Heu. Und dann brauchen wir irgendwann, glaube ich, auf dem kleinen Feld werden wir dann Gerste drauf machen, damit wir wieder etwas Stroh bekommen für das nächste Jahr. Aber auf jeden Fall werden wir hier erstmal es fertig machen, füllen die BGA und dann werden wir vielleicht sogar noch es fertig bringen, den Darush zurückzuholen. Ansonsten wäre das dann im nächsten Kapitel, wo wir dann auf jeden Fall die Aussaat machen. Die Saat von Gras auf das Feld 81. Ich weiß nicht, ob das heute im heutigen Spieltag dann noch möglich ist. Gut, es ist erst jetzt 16 Uhr. Das heißt, das müsste auf jeden Fall noch drin sein, dass wir das noch mit Gras ansehen können, bevor es dunkel wird und vielleicht kommen wir dann gucken, ob es noch einen Ernteauftrag gibt. Aber das wäre dann vielleicht für den Donnerstag etwas Interessantes, einen Ernteauftrag noch zu machen. Zusammen mit euch, wenn ihr mitmachen wollt, ihr wisst, einfach anmelden bis zum Dienstag der nächste Woche und dann kriegt ihr am Mittwoch dann die Sachen zugestellt, die ihr braucht, um denn bei uns mitmachen zu können. Wir kommen hier zum Ende von dem Walzarbeiten, also vom Walzertanzen, vom Walzen hier. Kommen wir zum Ende. Und
werden jetzt zuklappen, werden die Walze wegbringen, sauber machen und können den Traktor auch schon mal betanken, denn der ist auch schon einiges gebraucht vom Methan. Das heißt, den müssten wir voll tanken, sauber machen, auch die Walze sauber machen und dann geht es in die Scheune mit der Walze, damit wir die wegparken können, um Ordnung auf dem Hof zu haben. Es ist ja ein bisschen ein Musterhof auch, da kommen wahrscheinlich auch das öfter mal Leute vorbei, mal zu gucken und vielleicht können wir den ein oder anderen Nachbar auch dazu animieren, halt Selbstversorger zu werden und wenn nicht, dann dass er zumindest auf uns zurückgreift, um Methan für seine zukünftigen Traktorenkäufe zu kaufen zu können, zu bekommen, ja? So, hier haben wir Mist drin, man natürlich auch. Ich glaube, die Milchkühe machen ein bisschen mehr Mist als die Fleischkühe. Okay, dann betanken wir den mal. Also wenn wir jetzt hier gucken, hat der 301 Liter Methan drin. Wir betanken den bis 460 Liter. Da ist gefüllt, das ist wunderbar und jetzt brauchen wir die beiden nur noch sauber machen, damit das ein bisschen vorzeigbar ist. Und dann schwingen wir uns, bringen wir die weg, dann schwingen wir uns in den Radlader und füllen ab. Und zwar, das ist mal sauber hier, noch ein bisschen hier. Füllen das dann in die BGA und holen dann auch den Gülle noch raus. Da sollte es jetzt mittlerweile auch genügend haben, dass wir ein Fass voll rausholen können. Das werden wir dann sehen. So, bringen wir die Walze weg. Die werden wir des Öfteren brauchen jetzt dann. Die machen wir auch bei der Grünlandarbeit Sachen rein. Und zwar stellen wir die neben den Wender. Die ist sehr gelenkig, also der ist nicht ein großes Problem. Eigentlich wollte ich die ein bisschen schräger mit reinstellen. Somit ist es einfacher, die wieder rauszuholen. Wenn man die ein bisschen verwinkelt reinstellt, angewinkelt. So. Okay, das ist hervorragend. Gut, da ist sie weggeräumt. Dann holen wir den Radlader. Machen Mist in die BGA. Wir können aber erstmal die Gülle machen, wenn wir schon im Traktor sitzen. Da können wir erstmal Gülle machen. Dann müssen wir nicht nochmal den wegparken und so weiter. Dann machen wir das direkt. Holen wir da mal was raus, was da drin ist. Mal gucken.
sind das 10.000, 15.000 Liter. Das ist doch nicht schlecht. Dann holen wir den Rest da drüben raus und dann füllen wir das ins Güllelager. Dreißigtausend Liter. So, füllen wir das rein. Schauen wir mal rein, ob wir das auch eingeschaltet haben. Gerestelager, nicht das Leergel, das ist das hier, läuft es auf Verteilen, fermenter Gülle, das ist hervorragend. Dann kommt hier dann auch das in Gang. Und dann haben wir schon zwei Produktionszweige, die Methan machen. Da kommt dann noch die Silage dazu, das ist dann die, die am Schluss noch dazu kommt, wenn wir dann Silage haben. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon was mal drin. Jetzt holen wir den Radlader, machen noch den Mist rein und dann beenden wir dieses Kapitel. Also noch ein bisschen vorne, noch weiter nach vorne fahren. Also diese Fässer sind zwar praktisch zum Parken, weil sie halt mitlenken, aber es ist halt eine Übungssache, weil die lenken dann nicht so schnell zurück, wie einem das vielleicht gerne oder lieb wäre. Oder dann zu schnell. Okay, das sieht nicht schlecht aus. Okay, das lassen wir da. Wunderbar, dann noch kurz den Mist. So, dann haben wir einen Löffel hier rausbekommen. Das ist wahrscheinlich nicht mehr, kriegen wir nicht mehr raus. Am anderen kriegen wir vielleicht zwei, drei Löffel raus. Und dann schauen wir mal.
So, das war der zweite Löffel. Dann holen wir noch einen raus. Dann haben wir auch schon wieder ein paar, glaube ich, 20.000, 24.000 Liter in die BGA geschmissen. Da kriegen wir sogar noch einen Lauch raus. Aber lassen wir es sein. Das ist genügend für jetzt. Für die ersten. Da kann man gucken bei Darius, holen den zurück und dann schließen wir das Kapitel ab. Na, Darius ist auch fertig, den holen wir dann zurück, machen ihn sauber und dann schließen wir das Kapitel ab. Auch hier, den können wir auch mit Metall schon betanken, das ist hervorragend. Dann haben wir schon bewiesen, dass wir ein Drescher und die zwei Traktoren mit Methan betanken konnten. Das ist schon mal eine gute Richtung, wo das hingeht. ~640 Liter, hervorragend, sauber machen und wegstellen. So. So, dann stellen wir den weg und dann machen wir das. Lassen wir das Kapitel so stehen und beenden das
Ich möchte mich schon ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Kapitel gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir das kostenfreie Abo ab, falls du diesen Kanal weiter unterstützen und sehen möchtest, was hier alles gemacht wird. Des Weiteren überlege dir doch, Mitglied zu werden, um den Kanal Andersvie zu unterstützen, damit wir die Serverkosten tragen können. In dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Tag wieder oder beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann da die Aussaat machen und vielleicht sogar einen kleinen Auftrag noch grubbern. Bis dahin, in diesem Sinne würde ich sagen, danke, tschüss und hasta luego.